Ja, grüß euch gut. Madeln und Burm, hier ist wieder der Peter von Barbecue Alt Perlach. Wir stehen im Garten und haben eine riesen Kiste vor uns. Und da werden wir jetzt miteinander ein Auspackling, ein sogenanntes Unboxing machen. Viel Spaß. Heute probiere ich auch meine neue Drohne aus. Schaut's her. Die kann also hochfahren und runterfahren und zu mir herfahren. Im Volksmund immer noch Ehefrau genannt. Jetzt legen wir aber los. Beherzter Schnitt. Mittelschnitt. Hinten auf dem Steg. Und Schnurschnitt. Steht drauf. Vorsicht zerbrechlich. Dem ist auch so. Also dieses Paket. Hoffe ich doch, dass die Herrschaften von DHL nicht rumgeschmissen haben. Und wisst ihr, was im Paket ist? Bestimmt noch ein Paket. Also erstmal viel Luft. Ja, verreck. Im Paket ist noch ein Paket. Heute unterstützen wir die mexikanische Handwerkerschaft. Schaut's, ja? Was da drin ist, ist Handmade in Mexiko. Wenn man hier so schaut, ja, Rotwein, Pizza, Römerhelm, Gondel, scheint irgendwas mit Venedig beziehungsweise Italien zu tun zu haben. Und hier steht auch nochmal, dass das handgetöpfert aus erneuerbaren Ressourcen ist. Auf einer ökologisch gesunden, traditionellen Art. Ich lasse euch spannend bis zum Schluss, gell? Aber im Filmtitel steht ja schon drin, um was es geht. Also jetzt machen wir da auch nochmal auf. Beherzter Mittelschnitt. Das kennen wir ja schon. Dann schauen wir mal. Ein Karton. Also, ihr seht selber hier, es handelt sich hier um einen Pizzaofen, einen gemauerten, getöpferten, getönerten Pizzaofen. Hab ja neulich den Son of a, wisst schon, Hibachi gezeigt, verlinke ich euch da oben. Und dann habe ich mich da beim Erlebnisladen ein bisschen umgeschaut und habe diesen Pizzaofen gesehen. Den habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen. Der schaut super nett aus. So gemauert, getönert, hat mir auch gut gefallen mit dieser Handwerkskunst aus Mexiko. Und dann habe ich mir einen bestellt. Kosten 150 Euro derzeit, Normalpreis glaube ich um die 200. Und jetzt schauen wir mal weiter in das Backerl rein. Da ist hier ein, ja, was sagt man da, so eine Grundplatte, also ein Ständer, jetzt habe ich es. Und dann schauen wir mal weiter. Even more Luft. Solio steht hier, ist die Vereinigung der mexikanischen Handwerker und Töpfer. Hier schau. Und da ist was drin. Der Ofen. Gemauert? Nee, getöpfert, oder? Was ist das? Ah, gibt es auch noch eine Haube dazu. Da steht jetzt vor uns, aufgebaut. Was heißt aufgebaut? In seinen Ständer gestellt, so ist es ja gedacht, dass man den auf den Tisch stellen kann und dann so nebenbei ein bisschen Pizza machen zum Beispiel oder ihn auch als ja, wärmendes Feuer hernehmen. Sol I Yo, also Sonne und ich, und schaut's her, hier bin ich und da ist die Sonne. Passt. Und jetzt schauen wir uns mal den Ofen als Ganzes an. So steht er da. Hier vorne die Öffnung für Pizza und Feuerholz etc. Da ist mir jetzt schon aufgefallen, dass hier so eine kleine, ja, so eine kleine Abflachung, ja, also hier ein bisschen höher. Da lasse ich mir was einfallen gleich. Habe ich schon eine Idee. Das, was hier vorne so breit ist, ist der Kamin. Also das Feuer wird ja im hinteren Bereich sein, zieht dann durch den Kamin ab. Das heißt, wir haben dann hier drin schön diese zirkulierende Hitze. Das Ganze nennt sich Modell Venezia. Was mir da gefallen hat, ist, dass der hier so ein bisschen wie Ziegelsteinmuster hat. Den gibt es noch in einem anderen Modell, dann heißt es glaube ich Florenz. Und dann hat der eine glatte Oberfläche. Aber ich finde, die schaut total nett aus so. Schaut von vorn aus wie so ein bisschen ein Fischmaul, gell? So ein Walhai-Maul. Meine Idee, um den Huckel zu umgehen, war jetzt, dass ich meinen Weber-Pizzastein nehme. Das ist der kleine 26er, mit dem wir neulich auch auf dem Atago mal Pizza gemacht haben. Der ist viel geliebt und oft benutzt, wie man sieht. Wenn man jetzt den da reinlegt,
Schau her, dann geht das hier im Prinzip glatt hinein. Befeuert wird der Ofen mit Holz. Also ich habe mir da einmal die Anleitung genau angeschaut. Aber da kriegt man jetzt keine riesen Holzstücke rein. Also es müssen ein bisschen kleinere sein, weil alles ist limitiert durch die Öffnung vorne. Also was da durchgeht, ist drin. Und was nicht durchgeht, passt nicht rein. Ja. Demnächst werden wir ihn ausprobieren. Das war jetzt nur einmal so ein schnelles Ausbackeln. Eins zeige ich euch noch. Der wird ja viel Zeit im Freien verbringen, der Ofen. Und damit es ihn nicht so friert, gell, und damit er nicht so nass wird, gibt es auch eine Haube dazu. Also ein schwarzes Äumel. Und dann ist er weg. Alles, was man dann sieht, ist die schwarze Haube und die drei Beinchen unten. Man hat Nachbarn wahrscheinlich ein UFO ist gelandet. Aber wir wissen, was drunter ist, nämlich der Pizzaofen. Ja, das war jetzt das kleine Ausbackel-Video. Ihr habt es gesehen, falls es euch gefällt, schaut mal hin. Ich verlinke euch da unten den Erlebnisladen. Da gibt es den zu kaufen. Woanders habe ich den noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch noch nirgends im Betrieb gesehen. Das holen wir jetzt demnächst nach. Und dann gibt es ein schönes Video, wie man im Pizzaofen ein wenig einmal Flammkuchenpizza und vielleicht sogar Brot machen. Hab meine Kamerafrau gerade festgestellt, dass ich ihr Schürzen geklaut habe, weil da Spatzel draufsteht. Aber ihr könnt auch zu mir Spatzel sagen, das ist überhaupt kein Problem. Und wie immer am Schluss habe ich noch ein Getränk, ihr habt es vielleicht schon gesehen. 9.20 Uhr am Samstag, da bleibt der Alkohol im Keller und im Kühlschrank. Da gibt es einen China Lavazza-Kaffee aus der Maschine und sonst gar nichts. Ansonsten, ihr kennt es ja schon, da oben irgendwo Abonnier-Button draufdrücken, glücklich werden, Kanal abonnieren, keine Folge versäumen. Ansonsten ein netter Kommentar, Daumen hoch, wäre alles ein Traum für mich. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.